Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Folge von Survival Fountain of Youth, die Quelle der Jugend. Darum geht's in diesem Spiel. Es ist ein Singleplayer-Survival-Spiel, das im 16. Jahrhundert spielt und wir müssen die Geheimnisse einer uralten Zivilisation entdecken. Das Ganze erscheint am 19. April auf Steam, wird entwickelt von Odinsoft und Twincells Interactive ist der Publisher, die mir auch den Key zur Verfügung gestellt haben. Somit können wir etwas früher reinstarten. Wie schon bei Fabledom habe ich vor, hier diese Folge erstmal alleine aufzunehmen. Wenn ihr diese Folge seht, sollte dann der 18.04. sein und abends gegen 18.30 Uhr, also um 18.04. um 18.30 Uhr, will ich weitere Folgen davon aufnehmen und das Spiel weiter entdecken mit euch zusammen. Wenn ihr Lust und Zeit habt, schaltet auf Twitch wie immer ein und ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Wir starten mal gemeinsam ein neues Spiel, nehmen uns einen neuen Spielstand und ich möchte hier in einfach starten, denn ich möchte das Spiel so ein bisschen entdecken und wir können jetzt hier relativ leicht mit einem Intro reinstarten und ich würde sagen, wir schauen uns mal das Intro gemeinsam an. Viel Spaß und bis gleich. This story is inspired by real events. According to historic records, on March 4th, 1513, three ships sailed from Puerto Rico. They were heading to faraway islands and were led by the famous explorer Juan Ponce de León. The goal of the expedition was to search for the legendary Fountain of Youth. It all began in Puerto Rico, when Governor Juan Ponce de León gave military support to the chief Gaibana in a war against other tribes. The Spanish soldiers quickly ended the war and restored peace. The grateful chief told Ponce de León an ancient legend of his people, a legend about Bimini, a hidden island lost in the sea. According to the legend, in the center of Bimini is the Fountain of Youth. Anyone who drinks from it will enjoy long years of health and youth. The chief also gave him an old map, covered with inscriptions in an ancient language. The map showed an uncharted group of islands. The location to search was clear, but the inscriptions were still a mystery to uncover. The captain believed in the legend and began to prepare an expedition. The best scientists and sailors of the new and old worlds volunteered to join his adventure. A total of three ships sailed off, the Santiago, the Santa Maria, and the San Cristobal. Ponce de León was sure that the ancient map would lead them to the fountain and bring them fame, wealth, and eternal youth. The voyage to the islands took an entire month. On the 30th day of the journey, the lookout spotted islands up ahead. They were the islands from the map. The expedition was just one day from its goal. Ich werde ja wach. Erstmal aufstehen. So, da sind wir auf der Expedition nach der Quelle der Jugend und haben ein neues Ziel. Hier gibt es eine Notiz. Der letzte Wille des Seemanns. Okay. Gehen wir mal raus. Wir sind ja gerade geweckt worden und sollen zum Bug des Schiffes gehen. Wo geht's hier lang? Hier schnarchen sie alle vor sich hin. Irgendwas los an dem Bug. Ein Gewitter. Ja, es kracht schon ordentlich. Oh oh. Okay, du kannst abwehren, wenn du direkt vor dem Angriff des Feindes die rechte Maustaste drückst. Da bin ich mal gespannt. Da hat er mich schon mal gebissen. Ja, du blödes Ding. Weg mit dir. So, du kannst außerdem Angriffe mit Abwehrtreffern abwehren. Lade zum Verwenden der Kraft des Treffers, indem du die linke Maustaste drückst und loslässt. Alles klar. Ich lade auf. Komm her, du.
Abgewehrt. Geblockt. Okay, nimm die Karte. Da ist die Karte. Die Karte des Captains. Das Gewitter dröhnt über uns. Okay, wir sollen jetzt zur Kajüte gehen. Sehr gut. Mein Kumpel hat mich angegriffen. Ich musste mich wehren. So, nimm Feuerstein und Stahl. Okay. Da und die Öllampe anzünden, damit wir hier was sehen. Ah, schon besser. Eine prachtvolle Kajüte. Notizen von indianischen Artefakten. Mhm. Okay, nehmen wir auch auf. Was haben wir noch? Das Expeditionslogbuch. Okay, ich lasse das hier einfach mal so ein bisschen offen und scroll mal für euch so ein bisschen runter. Falls ihr das lesen wollt, müsst ihr einfach das Video pausieren. Okay. Die Karte auf dem Kartentisch platzieren. Ah ja, links oben, Quelle der Jugend. Okay. Ui. Ach du Güte. Ach du. Oh Gott. Oh Gott. Voll das Schild vor den Schädel bekommen. Panik an Bord. Feuer. Zur Kiste. Nimm den Plan. Okay, Standort der Grotte. Wir müssen zur Grotte. Alles klar, ich verstehe. Okay, wähle aus drei Gegenständen. Also eine Tasche, um mehr zu transportieren. Klamotten. Ein Feuerstahl. Feuerstahl-Check. Eine Axt. Was nehmen wir jetzt noch? Eine Angel, Klamotten, die uns besser schützt vor Regen, oder eine Tasche. Ich hoffe, wir können so irgendeine Tasche noch craften. Oder was zu essen. Ich nehme die Klamotten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Ah, fertig. Und raus hier. Ich habe alles mit. Oh Gott. The storm came out of nowhere. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves blew up in a split second and crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. The sailors jumped from their bunks and tried to save the ship. But it was too late. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone. I could not even remember my name. But I was alive, and hoped that at least one of my fellow crew members had also escaped. Da haben wir es gerade so geschafft, sind an den Strand gespült worden. Da sind wir angekommen. Ein neues Ziel. Ich mach mal einen Zacken leiser. Ich habe das Spiel hier während der Aufnahme so ein bisschen nachgeregelt, denn die... Das Spiel selber ist relativ laut, die Zwischensequenzen waren relativ leise. So, crafte Kokosnusswasser. Also wir haben eine Kokosnuss aufgesammelt und sind hier gekommen, angekommen. Hier ist wohl die Tür vom Captain. Weiß gar nicht, wie lange wir hier gelegen haben, da hinten das Steuer. So, wir sollen eine Kokosnuss craften, beziehungsweise eine halbe. Das machen wir jetzt. Okay. Jetzt Kokosnusswasser trinken. Ich muss dazu sagen, die deutsche Übersetzung ist noch nicht so hundertprozentig, aber ich denke, es ist besser für euch, für die des Englischen nicht so mächtig sind, dass ihr das hier besser versteht, um was es so geht. So, was essen? Inventar, Kokosnuss,
Essen. Haben wir. Okay, wir sollen Muscheln finden. Was ist das hier? Ein Haufen Schrott. Okay, können wir nur auseinandernehmen? Das soweit sind wir noch nicht. Hier liegen überall die Überreste von dem unserem Schiff. Ah ja, hier wird sogar markiert. So. Und die noch. Muschelfleisch. Essbar. Grundlegende Funktion, Wiederherstellung von neuen Nahrung. 5% Wasser. Chance auf Verdauungsstörung 7%. Ich bin begeistert. Super. Das Ganze machen wir zweimal. Und wir sehen unten links unseren Hungerbalken. Den werden wir jetzt auffüllen, indem wir hier das Zeug essen. Okay, wir haben direkt beide anscheinend gegessen und sind somit gesättigt. So, sammle schmale Blätter. Okay. Da laufen Krabben. Ja, das Spiel empfiehlt, langsam voranzugehen. Ich denke mal, das ist auch, wenn das Spiel noch härter eingestellt ist, wird es immer schwieriger. Aber ich habe mich halt entschieden, das im leichten Modus zu spielen, weil ich das Spiel einfach in Ruhe entdecken möchte. So, wir gehen hier in die Palme und ernten mal, was hier an der Palme dran ist. 4 Palmblätter, also schmale Blätter, 4 Stück und gelbe Blätter. Dauert eine halbe Stunde, den Baum hier abzuernten. Haben wir gemacht. Dann gehen wir noch hier dran. Ernten wir auch alles. Wunderbar. So, wir sollen ein primitives Bett bauen. Wo bauen wir uns ein Bett hin? Bett hier so in die Ecke, ein bisschen geschützt zwischen den Felsen. Und es scheint auch recht schön schattig zu sein. Und außerdem gibt es hier Kokosnüsse. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, oder? Wo wir hier angekommen sind. Große Felsen, da oben ist ein Baum. Müssen wir uns noch die Position merken. Das nehmen wir auf jeden Fall auf. Und die Kokosnüsse nehmen wir auf. So, ein Bett herstellen. Ein Bett. Gebäude. Ein primitives Bett. Machen wir hier in den Schatten. Ich hoffe, das ist hier... Hier steht es ja auch. Keine Sonne, keine Schädlinge. Wind und Regen sind wir nicht geschützt. Ne? Also wir sehen unten rechts, hier werden wir in der Sonne. Und ich denke, erstmal aus der Sonne raus, das ist schon mal wichtig. Und platzieren das hier hin. Und in 30 Minuten werden wir uns hier so ein paar Blätter aufbauen. So, wir sollen 6 Stunden mindestens schlafen. Also wir machen mal hier so, wir sehen hier unten auch, wie lang wir schlafen. Also wenn wir jetzt hier 7 Stunden schlafen, ist es in der Nacht. Also wenn wir 6 Stunden schlafen, sind wir so kurz vor Sonnenuntergang. Oh, da wird es schon ein bisschen, geht die Sonne schon ein bisschen unter. Eigentlich ein schöner Strand, ne? Eigentlich hübsch, aber bin gespannt. Ist ja immer ein Survival-Spiel. Okay, was sollen wir noch machen? Kleine Stöcke sammeln. Da müssen wir hier oben ein bisschen in die Wildnis rein. Hier in die kleinen Bäume. Unheimliche Weitsicht im Spiel, fällt mir auf. Okay, wir ernten 40 Minuten. Haben wir. Ui, jetzt ist aber. Ah, wird es langsam düster. So, finde einen Stein. Müssen wir hier hoch. Ganz schön dunkel, ne? Ich sollte euch vielleicht mal eine Fackel anmachen, damit ihr was seht. Ich hole jetzt noch die Steine und dann 50 Minuten Steine sammeln. Ah, ist ganz schön duster. Ich höre ja auch irgendwelche Hühner oder Truthähne oder sowas in der Art. Jeep, 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 jeep. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt, oder? Wo war denn das? Das war hier drüben, ne? Ja, hier bei dem Felsen, wo es so hoch ging. Weißt du was, wir legen uns jetzt ins Bett. Wir schlafen erstmal, bevor wir noch großartig craften. Ihr seht nicht viel. Und wir schlafen bis zum Sonnenaufgang 8 Stunden. Okay, Wetter beeinflusst Gesundheit. Es regnet. Hey. Na, super. Und nu? Können wir uns hier irgendwie unterstellen? Hier ist doch was, oder? Bin ich jetzt geschützt vor Regen? Ich versuche mich ein bisschen zurückzuziehen. Sieht nicht gut aus, ne? Das ist ja toll.
Hatte ich hier vorne nicht was gesehen, wo ich mich unterstellen kann? Warte mal, ich guck mal kurz. Ich glaube, hier war so ein Felsvorsprung. Hier. Oder? Hm. Oh, ne, hier kommt auch Wasser runter. Ist hier so drunter? Ich glaube, das ist zu flach. Ne, hier kommt überall Regen hin. Ja, perfekt. Na gut, dann bleiben wir hier in unserer Position. Und bauen uns einen Steinschneider. Okay. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Okay. So, was haben wir denn für eine Aufgabe? Eine Steinaxt zu bauen. Ein Stock und einem Stein. Sehr gut. Gut, ich denke mal, wir haben ja die Eisenaxt. Das hilft natürlich ungemein. Und deswegen sollten wir hier jetzt mal hochgehen. Ich hole jetzt noch den Stock und ich würde sagen, dann machen wir auch langsam mal Schluss, weil ich will ja das mit euch gemeinsam im... Das war ja Monsterfliege. Mit euch gemeinsam entdecken. Können wir eigentlich jetzt diese Steinaxt wenden, bevor wir hier unsere wertvolle Eisenaxt auseinandernehmen? Guck mal, das ist ja niedliche Steinaxt. Okay. Stöcke. Okay. Wir sollen einen hölzernen... Sind wir überladen? Wir sind überladen. Einen hölzernen Speer herstellen. Fernkampfwaffen, Waffen, hölzerner Speer. Okay, wir sind immer noch überladen. Wir müssen irgendwas loswerden. Was haben wir denn viel dabei? Wir haben Hunger, oder? Dann lass uns mal hier die Kokosnüsse auseinandernehmen. Okay. Und wir ziehen uns die rein. Und noch einer. Na, viel Nahrung gibt es nicht. Wir können immer noch nicht laufen. Wieso sind wir so schwer? Weil wir wahrscheinlich jetzt die Steinaxt haben. Vielleicht können wir das noch vercraften. Ich habe ja richtig Hunger. Vielleicht sollten wir uns das... 11 Nahrung, 4 Wasser. No. Wir müssen irgendwas loswerden. Ich lasse jetzt hier die Steine fallen. Wie kann man die... So, jetzt können wir uns bewegen. Endlich! Ducken und schleichen. Da ist wahrscheinlich der Speer gemeint. Ich höre es hier irgendwo gobbeln. Aber ich sehe nichts. Doch da. Oh, vorbei. Nein. Ich bin so ein schlechter Jäger. Ah, die sind jetzt auf und davon. Gut, aber das Tutorial sagt sowieso irgendwie, ich glaube, wir sollen Krebse fangen. Genau, die sind ein bisschen langsamer. Ist für den Anfänger besser geeignet. Was mir auffällt, man kann hier nur schwer die Berge runtersprinten. Man muss ein bisschen langsam machen, bevor man sich nämlich hier die Haxen bricht. Ich würde auch sagen, ob diese Jagd gut ausgeht, ob wir uns noch einen Krebs fangen können, ob es weiterhin regnet in diesem Spiel... Das sehen wir dann alles in der nächsten Folge, beziehungsweise vielleicht seid ihr mit dabei, wenn die nächste Folge entsteht. Ich stelle mich mal in Schatten, bevor mir das Hirn wegbrennt. Und vielleicht sehen wir uns auf Twitch, ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.